Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein Pitta-Brot mit Hackfleisch, Schafskäsefüllung, Gyros-Art vorstellen. Wenn es euch gefällt, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Los geht's! Alles, was ich für mein Pitta-Brot mit Hackfleisch, Schafskäsefüllung, Gyros-Art brauche, habe ich schon bereitgestellt. Wir brauchen 4 Pitta-Brote, handelsüblich aus dem Supermarkt. Wir brauchen Rinderhack, wir brauchen Schafskäse, Mengenangaben wie immer in der Infobox. Wir brauchen eine rote Zwiebel, wir brauchen außerdem ordentlich Knoblauch, hier sind es bei mir 4 Zehen. Wir brauchen ein bisschen Petersilie, 2 gute Esslöffel Gyrosgewürz, ein bisschen Pfeffer und in die Mischung kommt außerdem auch noch Olivenöl. Und dann können wir eigentlich anfangen. Als erstes habe ich hier zunächst mal mein Hackfleisch und mein Schafskäse in eine große Schüssel gegeben. Und die weiteren Schritte sind wirklich ganz einfach. Wir geben jetzt alle Zutaten, die wir hier haben, einfach in unsere Schüssel und vermischen dann alles. Ich habe jetzt hier die Masse schon so ein bisschen homogen verteilt. Jetzt können wir hier Viertel bilden und haben ungefähr die gleichen Mengen immer, mit denen wir jetzt gleich unsere Pitta-Brötchen füllen wollen. Zur groben Orientierung können wir das mal wegstellen. So, jetzt brauchen wir unsere Pitta-Brötchen und die sind trocken, nicht so einfach zu schneiden. Wenn ihr die so trocken versucht zu schneiden, dann macht ihr die meistens kaputt. Da gibt es einen einfachen Trick für: etwas nass machen, befeuchten und in die Mikrowelle. So, dann sehen die so aus. So, vorsichtig, die sind jetzt heiß und da ist heißer Wasserdampf drin. Also etwas abkühlen lassen. So, und jetzt könnt ihr das Pitta-Brötchen so aufklappen, vorsichtig, damit es nicht zerbricht. So, und ich habe da auch schon mal eins vorbereitet, denn wir machen gleich erstmal nur 2 Stück, damit ihr seht, ob das funktioniert. Und jetzt nehmen wir unsere Masse, immer ein Viertel. Und ihr seht, das ist reichlich. Das wird schon eine ordentliche Portion. Schön andrücken. Und das war es auch schon. Und zuklappen. Nächste. Und ihr seht, jetzt haben wir noch genau die Hälfte für die anderen beiden. So, 2 Stück haben wir fertig und die machen wir jetzt zunächst beim Opti-Grill. So, Opti-Grill vorheizen und zwar auf der Sandwich-Stufe. Und dann warten wir, bis er soweit ist, bei mir immer so um die 6 Minuten. So, der Optiker hat sich gemeldet und dann können wir unsere Pitta-Brote hineingeben. Diese perforierte Kante nach unten, damit die geschlossene Fläche unten ist. Und dann lassen wir den Optiker seine Arbeit machen. So, und ihr hört ihn jetzt hier, er ist rot und sagt, er ist fertig. Und da seht ihr auch schon, das sieht schon lecker aus. So, ich habe es jetzt ein bisschen auskühlen lassen, damit man es anfassen kann. Das Pitta-Brot, ne, schön kross.
Sieht gut aus. Ich habe hier nochmal ein bisschen Sour Cream, die hervorragend dazu passt. Selbstgemachte Sour Cream natürlich. Wie die geht, passt super. Verlinke ich euch jetzt hier gleich oben. Ansonsten geht natürlich auch selbstgemachter Tzatziki. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob es denn was geworden ist. Ja, man merkt schon, es ist schön kross geworden. Ja, das sieht gut aus. Und ihr seht auch hier, das Gehackte ist durch. Ja, das muss es auch. Also es hat gereicht, die Sandwichstufe hat gereicht. Ich würde vermutlich beim nächsten Mal trotzdem eher die manuelle Stufe nehmen und dann es vielleicht noch ein bisschen krosser machen. Aber schon sehr lecker. Und schauen wir mal, wie es schmeckt. Wunderbar. Wunderbar. Und das Hack hat einen wundervollen Gyros-Geschmack. Der Schafskäse hat sich gut aufgelöst, ist gut verschmolzen hier mit dem Hack. Ihr seht das. Hier ist also nichts mehr an Schafskäse zu sehen, er ist aber in das Hack gezogen. Man sieht hier die kleinen Zwiebeln noch, aber ansonsten alles durch. Geschmack wirklich toll und ist ein tolles Fingerfood. Kann man klasse vorbereiten. Im Zweifel nur noch mal 2 Minuten auf den Grill schmeißen beim Grillen oder auch in der Mikrowelle, dann werden sie eigentlich wieder weich. Aber ansonsten tolle Sache. Ich denke, hat geklappt. Meine Pitta-Brötchen gefüllt mit Hackfleisch, Schafskäse, Gyrosart. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.